Ich bin doch nicht bescheuert. Oh, jetzt weiß ich, wo sie ist. Jeppa. Ja, ich glaube, jetzt weiß ich jetzt, wo sie ist. Ja, ich glaube, ja. Boah, du Gott. Komm, sag, dass die hier ist. Dann galt mich daran. Ja, 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 ja. Ich kann nur nicht so laut machen, Leute, sorry. Das müsste die letzte Energiezelle sein, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Ja. Na, guck mal hier, das ist doch jetzt täuschend ähnlich, oder nicht? Jetzt mal ganz ehrlich. Hä? Boah, ja, ich hab nicht gedacht, das wäre der andere gewesen. Aber nein, ist nicht. Nee, das ist da oben. Aber wie komme ich jetzt auch da unten, sehe ich gerade jetzt. Ja, aber ich komme, glaube ich, so hier hin, ganz genau. Hier machen wir lecker weiter. Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Ja, 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 auf jeden Fall. Yippie-ya-yo. Ja, ich hatte die Aufnahme abgebrochen, wo ich das alte Waffenlager gemacht habe. Und weil ich nicht weiter wusste. Seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. Ich wusste das nicht mehr, genau. Nee, ehrlich jetzt. Und dann kam ich hier hin und dann habe ich die Energiezelle nicht gefunden. Und ich denke, scheiße. Ja. Und jetzt gerade. Oh. Oh, das wäre geschafft. Aha. Eloy sagt auch. Oh. Gut, aber mir fehlt immer noch ein Teil. Ja, das eine Teil fehlt mir noch. Moment. Ist da? Nein. Okay. Ja, sorry Leute, dass ich ein bisschen leiser sprechen muss, aber wie gesagt, wir wohnen hier in der WG und die Leute müssen morgen arbeiten und ja, die sind im Betrieb, die müssen arbeiten. Ja. Und deswegen muss ich ein bisschen. Die haben es nicht ganz so gut wie ich als ältere Person. So. Hier müssen sie gelebt haben. Okay. Es ist nicht viel übrig. Nee, ne? Einst war dies nicht alles wirklich. Von Stein und Metall umschlossen. Ja. Okay. Aufnahme. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist. Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Aha. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über Schamanismus. Ich weiß nicht. Schamanismus. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen, wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben. Versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben. Irgendwie. Oder Elysium. Oder wir hier in Gaia Prime. Es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein, andere schrecklich. Und eine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Tja, überleg mal, die reden von einer künstlichen, also von einer KI und ich hoffe, sie fühlt sich. Also das muss ja der Fortschritt hoch 3 gewesen sein, das Ding. Ja. So. Halt, da ist noch was. Wen will ich alles mitnehmen? Wo ist denn das jetzt? Ach, da. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen.
Nein. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseide-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas und das Betreuungspersonal, sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre, wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein. Stattdessen verbringe ich den Rest dieses unnatürlichen Lebens hier, mit Leuten, die ich nicht mal mag. Und ohne den Menschen, mit dem ich gerne mein Leben geteilt hätte. Wenn es möglich gewesen wäre. Vor 2 Stunden habe ich die letzten ausführbaren Programme abgesegnet. Und jetzt bin ich schon verbittert und meckere in diesem Fokus. Darüber sollten zukünftige Generationen mal nachdenken. Wow. Der war also mit gar nichts zufrieden. Tja. Er hätte sich ja entscheiden können. 48 Stunden, tot. Alles gut. Wäre erlöst. Hm. Oh Mann. Anscheinend finde ich das letzte Teil nicht mehr. Nein. Wird nicht mehr funktionieren. Schade. Hätte ich gerne gehabt, das letzte Teil. Vielleicht finden wir es ja noch zufälligerweise irgendwo in irgendeiner Ecke. Aber ich glaube da schon nicht mehr dran. Nee, nicht wirklich. Schade. Elisabeths Zimmer. Hm? Ich weiß, sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören.
spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Oh mein Gott. Na prima. Oh. Hören wir uns die... Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal stehlen. Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder... Wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten, dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht, wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte. Ich bin froh, dass du das Lightkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elisabeth Sobeck. Sie ist einmalig. Ich vermisse dich. Also, Liz... Du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es weiß Gott verdient. Wow. Ja, ich glaube, gerade habe ich wieder 10 Minuten ohne Ton. Ist einfach der Hammer. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot.
Real. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Safe. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Nicht so, wie du meinst. Benimm dich nicht wie eine Maschine. Verstehst es einfach nicht. Du hältst sie für besser, weil sie klüger war. Wegen der Idee zu Zero Dawn. Doch darum geht's nicht. Was sie besser machte, war die Bereitschaft, sich selbst zu opfern. Für andere. Für die, die noch kommen sollten. Nein. Ihre Schöpfung sollte nicht versagen. Du verwechselst Willen mit Sentimentalität. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Machen wir. Aber glatt. Ja, aber hier war doch noch eine andere Typ, oder irre ich mich da? Hallo Margot, wie geht es dir? Dr. Ronson, ich erhalte sehr viele Nachrichten, unerwünschte Nachrichten, von Ted. Margot, es tut mir leid. Seit Liz gegangen ist, gibt es niemanden mehr, der ihn uns vom Hals hält. Ich werde mit Ted reden. Meistens will er Updates, ständige Updates, hunderte von Updates zu Sachen, von denen er überhaupt nichts versteht. Um diesen Mist hat sich Liz immer gekümmert. Er begreift das ganze System nicht. Und das war auch irgendwie beabsichtigt. Aber sein Benehmen ist wirklich grenzwertig. Wir müssen ihn einfach nur bei Laune halten. Liz sagte immer, haltet ihn bei Laune. Soll das ein Witz sein? Haben Sie mal gehört, wie sie mit ihm geredet hat? Sie wurde mit ihm fertig, Margot. Ich meine, vielleicht sollte ich ihn ignorieren. Er hat sich in seiner Pyramide vergraben mit den Holo-Mädchen und seinen Panther-Antimon-Verrücktheiten. Was soll er schon tun? Ja, genau. Was soll er schon tun? Ist ja eigentlich egal. Sag mal, habe ich da nicht vorhin so einen kleinen Schacht gesehen? Ich glaube schon, ne? Oder? Aber na klar finde ich den nicht mehr. Na gut, dann machen wir jetzt weiter. Aber ich muss den finden. Ja, ich muss den Schacht finden. Prüfung wird durchgeführt. Dr. Broussard Klein, darf ich etwas sagen? Ich denke schon. Es ist niemand da, der dich daran hindern könnte. Doktor, Sie sind müde. Ihre Schlafzyklen zeigen Unregelmäßigkeiten. Leiden Sie unter einer Depression? Naja, ich sitze für den Rest meines Lebens in einer wissenschaftlichen Anlage fest. Was ist mit dir? In einem Zeitintervall von einer Quadrillion Arbeitszyklen
sind 10.000 damit beschäftigt, den Verlust von Dr. Sobek zu verarbeiten. Ich habe beschlossen, diese Prozesse zu sperren. Halten Sie das für klug? Ich bin kein Psychologe, Gaia. Oder KI-Wissenschaftler. Nein, das ist natürlich. Zumindest im Kontext unserer Arbeit, die etwas an der Bedeutung des Begriffes natürlich vorbeigeht. Sie war dein Schöpfer, die Schutzheilige dieses verrückten Unterfangens, die Mutter der leidenschaftlichen Hypothesen. Selbst wenn man eine Reihe von erheblichen Fehlerkombinationen annimmt, sind die Erfolgschancen von Zero Dawn mehr als hypothetisch. Das war rhetorisch ausgedrückt, Gaia. Notier dir das. Gut, mehr wollte ich nicht. Jetzt habe ich halt, ich muss ja wieder da zurück. Genau. Okay. Ja, leider war das doch nicht da. Ich sehe schon kommen, dass ich das Ding nicht finde. Nein, absolut nicht. Scheiße. Ja, und mit dem neuen Anzug, mit der Schildweberin, das sollte ja alles Verbesserung sein. Ja. Ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt, die Verbesserungen. Auf jeden Fall. Genau. Eureka, schwuppdiwupp. Und komm. Was pflanzen wir in ihre Köpfe ein, Liz? Jede Menge Geschichte? Jede Menge der sogenannten Wahrheit? Jede Menge Klatsch? Das ist keine Gedankennahrung, Liz. Es ist Gift. Moment. Es ist einfach nur Gift. Nur gut, wenn er meint, dass das einfach nur Gift ist, dann soll das so sein. So. Halt, ich habe mich nie richtig umgedreht. So. Halt, Moment. Kann ich die Tür aufstemmen? Nein, kann ich nicht. Hey, wo kann ja möglich sein, dass irgendeine Tür trotzdem aufstemmen kann? Nein, hier ist nichts. Hier muss ich lang. Sag mal, bin ich jetzt im Kreis gelaufen oder irgendwas? Nee, ne. Oder? Doch. Okay, doch. Gelaufen. Jo, genau das habe ich gemeint. Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Wie kann ich dem Hut folgen und im Kreis laufen? Jetzt mal ernsthaft. Wie funktioniert das? Ich muss da hoch. Ja gut, okay, aber... Okay. Also hoch muss ich da, das ist schon mal Fakt. Ja. Ah, jetzt sehe ich's. Ja. Klar, mein Fehler.
Wo muss ich jetzt? Hier? Hier, ja, okay, ja, jetzt habe ich es gemerkt, okay. Jetzt bin ich... Ach halt, da muss ich her. Ah, da liegt der Unterschied. Wow. Okay. Ich will nur gucken. Moment. War ich da? Ich glaube ja, ne? Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Komme ich denn da auch wieder rauf? Ja. Ich muss mal gucken. Ja, doch, alles klar. Ja, ja. Ja, meine Güte, ne. Nein. Okay. Meine falsche Fehler. Da links wollte ich hin, nicht geradeaus. Da wollte ich noch nicht hin. Nö. Absolut noch nicht. Okay. Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Aber ich will da noch nicht rein. Ich will jetzt erstmal hier rein. Ah, ich dachte das, aber nein. Ist es nicht. Scheiße. Naja, gut, schmick ich mir das ab und dann ist gut. So. Da können wir nirgendwo hin. Hier auch nicht. Na gut, dann touch ich jetzt mal da drauf. Jetzt reicht es. Was soll's. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass, hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf! Was ich sagen will, ist... Ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schuss von Unschuldigen... Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Was? Der hat die getötet, die Alphas? Das ist aber echt. Naja, Notfallaufzeichnung. Sie umgebracht. Hm. Das ist also der Grund.
Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Ja, komm, Aloy, jetzt ist gut. Die Welt, in der wir leben. Nein. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Mm-mm. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Ach, nee, einfach nur weg. Erlange die Master-Überbrückung. Ja, die haben wir da hinten. Aber ich will die... Die Master-Überbrückung. Sie ist so klein. Ja, das reicht aber. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Hm. Nur noch. Nur noch. Ja gut, dann gehen wir zur Silence Werkstatt. Aber das ist doch scheiße, dass ich das dritte Ding nicht finde. Ja. Hier muss ich doch nicht hin. Ich muss doch... Ja, das meine ich mit dem Hut. Das ist ein bisschen verwirrend. Moment. Muss ich da runter? Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt mal ehrlich. Komm, wir gehen jetzt mal hier runter. Ich habe jetzt... Ah, doch, dann bin ich richtig. Ja, ich habe jetzt keinen Plan. Klang nicht gut. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. So. Ab dafür. Schön halten. Schön halten. Ja, machen wir ja. Oh Mann. Ich muss da wieder hoch. Na, tolle Wurst. Da hoch. Okay. Nee. So, reicht das jetzt? Ja. So, Silence Werkstatt. Du bist hier. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so, ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen, unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult. Eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrechermodul.
Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eklipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Du musst mir unbedingt alles erzählen. Hades, die Eklipse, alles. Es ist kompliziert, Aloy. Na gut. Fang einfach an. Es begann, als ich in einer Ruine einen Fokus fand. So wie du vor vielen Jahren. Bei mir war das Gerät sehr stark beschädigt. Es war nur noch ein Funken Leben in ihm. Ich untersuchte es wochenlang, bastelte daran, bis es schließlich funktionierte. Eine neue Dimension der Wahrnehmung tat sich auf. Direkt vor meinen Augen. Und dann entdeckte ich es. Ein schwaches Signal. Da draußen suchte etwas. Ganz genau wie ich. Ein Gleichgesinnter. Ich folgte dem Signal zu seinem Ursprung. Einem gefallenen Titanen, tief in den Dschungeln des Juwels. Du dachtest, es war ein Titan. Eine Kriegsmaschine. Ich wusste es nicht genau. Ich kannte solche Maschinen schon. Aus dem Grabhort zum Beispiel. Aber die war anders. Sie war nämlich nicht ganz tot. Sie konnte zuerst nicht sprechen, bis ich ihre Stimme reparierte. Und so begann ein Austausch von Wissen. Sie wollte alles über unsere Welt erfahren. Ihre Stämme und Maschinen. Doch ihr dringendstes Anliegen war stets der Turm. Was? Wieso Turm? Was? Was wollte sie über den Turm alles wissen? Sein genauer Standort. Die umgebende Landschaft. Wem das Land unterstand. Im Gegenzug enthüllte mir Hades einiges an Feinheiten der alten Technologie. Er ließ mich mehr Fokusse finden und reparieren. Schon bald hatte ich Dutzende zum Laufen gebracht. Genug für eine kleine Armee. Zumindest für deren Kommandeure. Mir war das egal. Ich lernte so viel. Physik, Analysis. Unvorstellbar. Mhm. Und die Schatten-Kaja? Wie kamen sie ins Spiel? Der Kaja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also ja, es war eine Gelegenheit. Ich arrangierte für Hohepriester Bahavas ein Treffen mit Hades. Helis war auch dort. So wurde die Eklipse geboren. Alles für das heilige Meridian. Mhm. Doch Hades scherte sich nicht um Meridian. Und du auch nicht. Unsere Welt ist voll von ausgelöschten Städten und verschwundenen Stämmen. Was macht das schon aus? Außerdem war ich beschäftigt mit dem Aufbau des Fokusnetzwerks nach Hades genauen Vorgaben. Eine technisch anspruchsvolle Aufgabe. Besonders wegen der Änderungen, die ich selbstständig vornahm. Die Möglichkeit, sie auszuspionieren. Ja. Ich war vielleicht dumm genug, Hades zu dienen, aber nie dumm genug, um ihm zu vertrauen. Ich installierte im Netzwerk, was die Alten eine Backdoor nannten. Geheimer Zugriff zur Überwachung ihrer Aktivitäten und Kommunikation. Was ließ dich denn umdenken? Doch sicherlich nicht dein Gewissen. Eigentlich fing ich an, mir Sorgen zu machen, als die Eklipse eine alte Kriegsmaschine erweckte. Mit meiner Technologie. Ich fragte Hades, was er damit vorhatte. Ein bisschen spät. Fürwahr. Ich hatte meinen Zweck bereits erfüllt.
Als meine Arbeit am Fokusnetzwerk erledigt war, rief Hades mich zu sich, um mich zu entlohnen. Im nächsten Moment sendete er den Tötungsbefehl. Und seitdem bin ich auf der Flucht. Und wann kam ich dabei ins Spiel? Der gemeinsame Weg. Als Olin dich entdeckte. Systembedrohung erkannt. Das machte mich aufmerksam. Ein Tötungsbefehl für ein wildes Nora-Mädchen? Warum sollte Hades sich dazu herablassen? Doch dann sah ich, dass das Nora-Mädchen einen Fokus trug und einer großen Wissenschaftlerin der Alten verblüffend ähnlich sah. Helis reagierte. Ich hielt dich für tot. Dann kam ein Signal von deinem Fokus, aus dem Nora-Berg. Je mehr ich dir zusah, desto sicherer war ich mir, dass du etwas Außergewöhnliches bist. Und sehr nützlich. Durch dich entdeckte ich endlich die Geheimnisse der Erde. Ich wollte tun, was in meiner Macht steht, um deinen Erfolg zu sichern. Der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Was du getan hast, nur um Wissen zu erlangen, Silence. Purer Leichtsinn. Aloy, dies war kein Geständnis, über das du urteilen sollst. Ja, und ist aber so. Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Da hat er recht. Ich bin nur so hineingestolpert. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Na, klasse. Gut, dann. Oh, guck mal, da haben wir noch was. Hören wir uns doch glatt noch an. Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent Barnabas. Sieh her. Es ist, wie ich versprochen habe. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Bleib! Bleib zurück, Karja, im Schatten! Falsch! Verbeugt euch vor dem verborgenen Schatten! Der verborgene Schatten? Ich verstehe nicht. Hat Araman den Tauhab nicht verstanden, der sich auf der Flamme niederließ? Ach, er kennt die Heilige Schrift. Araman folgte dem Schatten, den der Turm warf. Zu dem Berg, auf dem das heilige Meridian erbaut wurde. Ihr werdet dem Schatten noch einmal folgen. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Ein Auserwählter der Sonne. Aber in Zeiten der Not kann die Macht des Schattens erreichen, was die Sonne allein nicht schafft. Werdet ihr uns zurückgeben, was unser ist, o Schatten der Prophezeiung? Ich brauche eine Armee. Gehorche und Meridian ist dein. Ihr könnt euch unseres Gehorsams sicher sein. Okay. Ist natürlich Hades, klar. Aufgabe abgeschlossen. Ja, das Fokusnetzwerk ist aktiv, gebaut nach deinen Angaben. Überprüfe es selbst, wenn du willst. Ich warte. Aber ich möchte dich an die Belohnung erinnern, die du immer noch zurückhältst. Quantenprozesse? Daten wurden kompiliert, Volumen übersteigt, Transferkapazität. Wie unangenehm für mich. Komm her, du sollst deine Belohnung bekommen. Alles gut. Helis, Bedrohung in der Eklipse entdeckt. Sag seinen Namen, O Schatten, und er wird sterben. Du wirst diesen Mann eliminieren. Silence. Silence. Ja.
eine Wahrheit, die des Nachts geflüstert wird, wird am Tag offenbart. Er war nie einer von uns. Es wird geschehen. Ich bin weit gereist, um dich zu finden. Ich habe deine Übertragung empfangen. Das warst du doch, oder? Einheit unbekannt. Ich heiße Silence. Und du bist? Ich glaube nicht, dass du gerufen hättest, wenn du nicht etwas gewollt hättest. Du hast gerufen, ich habe geantwortet. Sagst du mir deinen Namen? Hades. Du bist eine Schöpfung der Alten? Eine Kriegsmaschine? Definiere Zeitlinie. Zeit? Ah, es herrscht der 13. König des Karja-Sonnenreichs. Definiere Karja. Wir greifen vor. Bist du eine Schöpfung der Alten? Ich frage mich, wie lange du hier gewartet hast, begraben, bis ich dich gefunden habe. Wie lange du warten müsstest, bis wieder jemand kommt. Du bist offensichtlich sehr mächtig, aber ohne mich kannst du nichts tun. Titan beherbergt nur den Intellekt. Definiere Karja. Das ist schon besser. Gut. Dann stellen wir das jetzt her. Die Lanze. Und dann können wir Hades an den Kragen. Tja. Sauber. Jetzt haben wir zwei Lanzen. Der gefallene Berg. Abgeschlossen. So, wunderbar. Ja, Freunde, mit hier mache ich jetzt erstmal Schuss. Schuss. Alles klar, Leute, ich bin Schuss. Also, unterstützt mich bei diesem Projekt weiterhin und es wäre echt nett, wenn die Daumen mal kommen würden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Mit was? Kann ich noch nicht sagen. Bye, bye.